Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Hier meine kleine Paradise-Gitarre. Mond ist immer noch im Skorpion, die Sonne ist in der Waage. Ein exakter Aspekt, den ich für sehr wichtig halte, ist das Quadrat von ist das Quadrat von Merkur aus dem Zeichen Waage zum Mars im Zeichen Krebs. Das ist ein Quadrat heute, ein exaktes Quadrat. Es war heute Morgen exakt. Mars Krebs möchte rauskommen und möchte seinen Raum erweitern im Bereich des Gefühls, der Familie und der Heimat. Und dazu aber steht Merkur und natürlich dieses ganze Waage-Konvolut im Quadrat. Klassischer Fall, Sie hätten irgendwelche Verhandlungen zu führen über Immobilien, Sie möchten sich erweitern. Dazu aber steht im Quadrat der Merkur, es werden schwierige Verhandlungen und man muss damit rechnen, dass eine von beiden Seiten Lilith- und Südknoten-Methoden benutzt, also nicht mit offenen Karten spielt. Und wenn das Ganze hochkocht, dann können auch noch die Widderkräfte dazukommen in Opposition und es kann sogar zu verletzenden Äußerungen kommen oder so etwas Ähnliches. Auf der großen politischen Landschaft ist das natürlich das, was die Engländer mit dem Wort Landgrab bezeichnen. Also hier möchte jemand mit dem Mars im Krebs, der übrigens im Krebs auch noch rückläufig wird und dort sehr, sehr lange bleiben wird, für sein Verhältnis wegen der Rückläufigkeit, sonst ist er immer nur knapp 2 Monate im Krebs, aber jetzt eben länger. Da möchte jemand also seine Heimat erweitern, um es ganz positiv zu sagen, möchte das Land des Nachbarn haben. All solche Sachen sind jetzt Mars im Krebsbestrebung und sie stehen im Quadrat zu den Möglichkeiten, das doch mal unter Umständen mit diplomatischen Mitteln zu lösen, falls wir denn Diplomaten hätten, die man eben weit und breit nicht mehr sehen kann und nicht mehr erkennt. Ein Aspekt, der heute Abend auftauchen wird, bevor dann der Mond in den Schützen wechselt, ist das Trigon von Mond im Skorpion zu Neptun im Zeichen Fische, seines Zeichens auch rückläufig. Neptun geht da in die Tiefe des Ozeans zurück und holt da die interessantesten Schätze hoch. Mond und Venus im Zeichen Skorpion, das ist natürlich eine verführerische Kombination für diejenigen, denen die Skorpion Venus gut tut und die möglicherweise jetzt auch in einem ganz privaten Raum Venus- und Monddinge erleben können im Zeichen Skorpion, was ja schön ist und was gut ist und sonst weiter niemanden etwas angeht. Aber es gibt eben durch dieses Wassertrigon, das ist eine von den Chancen, vorausgesetzt man bedenkt den Saturn rückläufig, da man also rübergehen muss, man muss die Vergangenheit betrachten, man muss sie gewissermaßen neu, die Vergangenheit kann man nicht neu erfinden, aber man kann sie neu sortieren. Ja, zum Beispiel Saturn rückläufig in den Fischen. Man hätte sich getragen mit einem schlechten Gewissen wegen diesem oder jenem, weil man vor langer Zeit mal irgendwen beschimpft hat oder weil man sich gestritten hat in einem Gefühlsausbruch und nun trifft man diese Person und stellt fest, das hat er vergessen oder der hat es gar nicht daran gedacht oder der ist schon längst dahin klargekommen, dass er an diesen Sachen auch irgendwie selbst schuld war. So würde also Saturn rückläufig im Zeichen Fische hier eine Struktur auflösen, eine emotionale Struktur auflösen, denn Wasserzeichen sind immer auch emotional, die eben gar nicht richtig war, die störend war, ein Komplex im Grunde genommen, der eingebildet war, aus irgendeinem Grund dort bestanden hat. Das wäre also eine der positiven Betrachtungsmöglichkeiten für Saturn rückläufig im Zeichen Fische, in der Mitte des Zeichens Fische. Ich muss das nochmal ganz klar korrigieren. Ich habe da vor ein paar Tagen nicht ganz exakt im Kopf gehabt, wann der Pluto zurück in den Wassermann geht. Er wird am 19. November bereits zurück in den Wassermann gehen. Interessant natürlich mit Pluto rückläufig im Steinbock, wie sie versuchen, jenen abgelehnten Riesen,
Dings da Vertrag, ja, doch wieder durch die Hintertür aufs Tablett zu bringen, ein bisschen abgespeckt, das nennt sich jetzt dann irgendwie Pakt für die Zukunft und so, mit genau denselben Sachen. Und ja, liebe Freunde, jetzt kommt mein kleines Wort zum Sonntag, das möchte ich eben noch dazu sagen. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen eine Bewusstseinsentwicklung machen, wir alle, die wir uns für Astrologie interessieren und für geistige und spirituelle Dinge interessieren. Und zwar ist der Zeitgeist in eine Situation hineingekommen, wo, und da sind wir ganz kurz wieder doch beim Chart, bei diesem Jupiter im Zeichen Zwillinge. Also Jupiter im Zeichen Zwillinge heißt zunächst einmal riesige, große, gewaltige Information in Menge. Jupiter bläst alles auf. Und das Zwillingezeichen ist ein wunderbares Zeichen. Wir brauchen diese Information. Aber diese Information wird jetzt auch von Waage-Lilith-Südknotenkräften genutzt und ist eine fantastische Möglichkeit, die Leute quasi kübelweise mit unterschiedlichen Informationen zu bedienen und zu überschütten, sodass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Es ist also für uns Christenmenschen gar nicht so einfach, die Mitte zu halten zwischen: Ich will gar nichts mehr von draußen wissen, ich will gar keine Informationen mehr haben, und ich werde überwältigt von Informationen und werde natürlich auch von den geistigen Wesen, die diesen Zeitgeist negativ tragen oder die da in einen Einflussbereich hineingekommen sind. Also der aktuelle Erzengel müsste regieren von 2019 bis 2026, 27 und in irgendeiner Art und Weise hat zwar sehr lange vorbereitet, ist Mephistopheles geschafft, den Humanismus, die Aufklärung und überhaupt die Menschenrechte auf den Kopf zu drehen. Das ist ein Zivilisationsbruch erster Güte, der nicht zum ersten Mal stattfindet. Das ist vielleicht das, wo wir uns trösten können. Das hatten wir schon mit dem 1313, mit dem Templermord. Das hatten wir immer wieder, solche Zeiten, die Vernichtungslager in Deutschland, wo die Zivilisation sich umgedreht hat und die Aufklärung und der erreichte Humanismus auf den Kopf gestülpt worden ist. Die tröstende Nachricht zum Sonntag ist, und da lässt sich auch ein sehr schönes Buch empfehlen von einem Herrn Friedrich Schelling, der das geschrieben hat, vom Wesen der menschlichen Freiheit 1809, ist, dass dieses Aufwallen des Bösen, das Aufwallen des Negativen immer zu einem Endpunkt kommt und in sich wieder zusammenstürzt. Es wird also kein Erfolg haben, es wird sich nicht durchsetzen können, es wird nicht durchkommen. Das ist eines, was sicher ist, aber es wird die Welt und alle Gesellschaften massiv verändern. Und für uns sind das natürlich philosophische Grundgedanken, weil wir uns fragen, jetzt, wo wir der ganzen Wahrheit ansichtig geworden sind, ich spreche also vor allem zur Generation der in den frühen oder in der Mitte der 60er Jahre geborenen Menschen, die schon immer das scheele Gefühl hatten, was ist denn da, was läuft da im Hintergrund, was macht das System, das Wort des Systems wurde von vielen in den Mund genommen. Und jetzt wissen wir tatsächlich, wir lebten in einer Illusion und unser unbehagliches Gefühl, das Hintergrundrauschen, das war berechtigt. Denn all die Sachen, die jetzt auf uns losgelassen werden, die sind Jahrzehnte vorbereitet gewesen von Leuten, die das geplant haben, die dafür ihre Stifte gespitzt haben, die sich Namen ausgedacht haben, die sich haben Patente geben lassen. Und wenn man das Ganze anschaut, Leute, dann ist das so unfassbar gemein, ja, dass dahinter wirklich eine sehr, sehr diabolische Handschrift sichtbar wird. Und diese Gemeinheit, gegen diese Form von Gemeinheit gibt es nur ein einziges Mittel und nur ein einziges Rezept. Und das ist die Christuskraft. Das ist die Kraft. Und dieser Christuskraft kann man sich auch nicht nähern oder nicht vollkommen nähern durch Kirchen, durch religiöse Vereinigungen, durch Anthroposophie. Man kommt nicht durch diese Dinge an die Christuskraft. Es gibt nur eine Möglichkeit, an die Christuskraft zu kommen,
und das ist durchs eigene Herz. Denn dieser Gott, von dem wir da sprechen, ist in Wahrheit lebendig, wie sie immer so schön in der Kirche sagen. Nur wenn die Empfindung zum eigenen Herz nicht durchkommt, dann reicht das nicht aus. Und auch das Herz kann verdeckt sein, zum Beispiel durch Illusionen, durch Kitsch, durch fehlgeleitete Liebe, durch alle möglichen Angelegenheiten. Aber es ist eine starke, präsente, wahre Empfindung, die da ist. Und es ist nicht kompliziert. Das ist ganz wichtig. Du musst kein Studium abschließen, um zum Herzen zu kommen. Das ist nicht das, was ansteht. Das wollte ich einfach mal hier zum Sonntag sagen, das Wort zum Sonntag gewissermaßen. Es ist, was diese Dinge angeht, sehr, sehr viel zu wissen. Aber ein kleiner Extrapunkt, den man sich vielleicht merken kann, ist, ihr werdet mitbekommen haben, dass zwischen der Religionsveränderung um die Zeitenwende herum etwas passiert ist, nämlich im Christentum wird rein theoretisch zumindest nicht beschnitten. Es wird also keine brutale Körperverletzung an Säuglingen vorgenommen, muss man ganz klar sagen, und auch nicht an älteren Kindern. Und nun schaut euch an, welche Kriege und welche Situationen auf der Welt toben und was sie mit der Tatsache der Beschneidung zu tun haben. Und natürlich auch, wenn wir in die Metaphern hier reingehen, bei uns in diesem, unserem Lande. Ja, und dann heißt es mal wieder, ja, Grundrechte müssten beschnitten werden und solche Angelegenheiten. Ich will da jetzt nicht in dieses Rabbit Hole tief reingehen. Rabbit Hole heißt Hasenloch. Das ist so eine geflügelte Rede im Englischen, geht auf diesen Lewis Carroll zurück mit seiner Alice in Wonderland, wo man sich da in einem Hasenbau verlieren kann und dann eben nicht mehr rauskommt in der Argumentation, sondern worum es mir geht, ist aufzuzeigen, dass wir in einer Situation sind, wo wir nur zurande kommen, wenn wir uns eine Informationshygiene wollte ich sagen, das ist ein bisschen schwierig. Was können wir für ein Wort nehmen? Ein Informationsmanagement, das gefällt mir im Grunde genommen auch nicht. Es ist so eine Klarheit, eine innere Klarheit, die man braucht und gerne mit der Astrologie als Werkzeug, damit man wohl die wichtigen Sachen bedenkt, aber nicht mehr alles an sich herankommen lässt. Denn natürlich ist die Methode dieser ganzen Informationsindustrie und jetzt natürlich noch unterstützt durch künstliche Intelligenz, all das aufzugreifen, was irgendwie geplappert, geredet, gesagt, getan wird und über die Menschheit zu stülpen, damit man wie in einem Wald vor lauter Bäumen die Wahrheit nicht erkennen kann. Deswegen brauchen wir in der Mitte Stille, Kontemplation, Gebet, denn wir sind von allen Seiten gestellt im wahrsten Sinne, innerhalb unseres Körpers, im Himmel und der Boden wird behandelt, sage ich jetzt mal, vergiftet, alles Mögliche passiert gleichzeitig und parallel und das ist die Signatur dessen, der sich die Menschheit aneignen will, der sie unterwerfen will, der sie unter seinen Besitz stellen will und der hat viele Helfer und ich glaube, das spüren die Menschen jetzt ganz stark. Aber so schlimm das auch sein mag und so furchtbar das auch sein mag, auch der Umkehrpunkt wird kommen wie geronnene Milch. Man hat jetzt mit Saturn rückläufig in den Fischen den Eindruck von großer Zähigkeit und das Gefühl, da geht ja gar nichts voran, die machen, was sie wollen, es gibt keine Gerichtsbarkeit in dem Sinne, die wirkliche Gerechtigkeit herstellt, die guten Leute werden verfolgt, die Bösen werden belohnt. Also es hat einen unfassbaren Risiken und viele, viele Leute, die das alles nicht sehen, die sich abschotten und natürlich berechtigt vor Angst sagen, um Himmels Willen, wenn das stimmen würde, was diese Leute sagen, dann würde ja meine ganze Zivilisationsbetrachtung zerbrechen. All das findet parallel statt.
Aber auch die Veränderung, um es nochmal zu sagen, kommt wie geronnene Milch. Das heißt, wenn genügend Energie vorhanden ist und die steigt und steigt und steigt im Augenblick, dann gibt es einen Umkehrpunkt und dann müssen die Leute, die dafür verantwortlich sind, ihre Beine in die Hand nehmen, weil dann läuft etwas anderes und wir steuern mit großer, großer Kraft auf diesen Punkt zu und dagegen können auch die Bösen nichts machen. Ich will das kurz beweisen, warum die Bösen das nichts dagegen machen können. Sie werden mitbekommen haben, dass man immer, wenn man irgendwie etwas quasi machen soll, was kompatibel ist für diese Leute, muss man unterschreiben. Das werdet ihr schon mitgekriegt haben. Ihr müsst eine Unterschrift leisten. Selbst wenn es ein sogenannter freiwilliger Zwang ist, ja, muss man unterschreiben. Und früher und im Faust steht, man musste sogar mit seinem eigenen roten Saft unterschreiben gewissermaßen. Das heißt, das Böse kann ohne das innere Einverständnis der Seele, dass sie das auch wirklich will, nichts unternehmen und hat keine Kraft. Bitte immer daran denken im Tag und wenn ihr jetzt fragt, ja, was kann ich denn tun, wem kann ich mich denn anschließen, in welcher Organisation soll ich tätig sein und so weiter und so fort, folgt einfach der Stimme des Christus. Und das ist ganz einfach. Ihr werdet Nachrichten bekommen. Klopft an und ihr werdet erhört werden. Man muss einfach nur fragen und man muss den Antworten glauben, die man bekommt. Und ihr werdet Antworten bekommen. Dies zum Sonntag. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Und wer Lust hat, mit mir in Kontakt zu treten, macht das über diese E-Mail-Adresse mit Datum, Zeit und Ort, wo ihr geboren seid. Unten steht, was es kostet, ganz schnell. Und ich hoffe, ich kann morgen ein Video machen. Ganz sicher ist das nicht, aber am Dienstag hören wir uns bestimmt wieder, dann bei einem Schützenmond. Bisschen rumgeklimper. Tschüss.